Hi, ich bin Thomas von Victoria Bikes und ich bin echt stolz drauf, euch heute eine neue Serie vorzustellen. Ihr kennt mit Sicherheit die Vorgängerversion Cysalo mit Gepäckträger-Akku und das haben wir komplett auf links gezogen. Mit der Cysalo-Serie bleiben wir uns treu, das heißt, das Konzept ist weiterhin der Einstieg in die Welt der Victoria E-Bikes, neu umgesetzt mit dem Bosch Smart System und dem teilintegrierten Akku im Unterrohr und nicht mehr auf dem Gepäckträger. Wir gehen mit zwei Modellen an den Start. Die sind relativ ähnlich ausgestattet. Wir haben den Bosch Active Line Plus Motor. Wir haben den Powerpack 545 mit ausreichend Kapazität. Wir haben das Kiox 100 Schwarz-Weiß Display von Bosch und somit ein absolut solides Grundpaket. Beiden Modellen weiter gemein ist, wir haben eine Diamantrahmenversion und eine Waves-Version. Beide ausgestattet mit 7-Gang-Nabenschaltung aus dem Hause Shimano Nexus. Wahlweise immer mit Leerlauf oder Rücktritt. Dazu beim Cysalo 7 insgesamt 5 Farben und beim Cysalo 11 haben wir das Anthrazit als Hauptfarbe. Und damit kommen wir auch schon zu den Unterschieden. Das Cysalo 11 ist im Vergleich zum Cysalo 7 nämlich nicht mit einer Kette, sondern mit dem Gates CDC-Riemen ausgestattet. Bleibt abschließend noch die Frage, wofür ist denn ein Cysalo jetzt geeignet? Das neue Konzept ist nach wie vor ideal für den Alltag. Das heißt für die Fahrt von A nach B, zur Uni, zur Arbeitsstätte, wohin auch immer, zum Einkaufen. Auch kleine Touren sind sicherlich kein Problem, denn das gibt der Active Line Plus Motor und die 545 Wattstunden in jedem Fall her. Viel Spaß damit!